Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Kapitel 1. Buch 1, Kapitel 1. So, ich hoffe, ich werde das immer ordentlich sagen, bevor die Folge losgeht. Also, was meinst du, bedeutet es? Wir Keine Ahnung. können wir nicht hier wieder rein? Wir können Es doch. gibt keinen Grund, uns für bloßes Fragen zu bestrafen. Wir quasseln mal mit den jungen Mönchen hier. Schönen guten Tag. Also zurück für lautes Reden, sprich mit Novizen. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Du bist Philipp von Gwyneth? Ja, aber für euch bin ich Bruder Philipp. Siehst du, ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. Ja, aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Das zählt nicht. Er wollte nicht antworten. Wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Ja, versprochen. Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Ui. Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Ja. Jeder von uns ist Gottes Tempel. Denn er hat uns erschaffen. Und was ist, wenn jemand Gottes Tempel etwas antut? Die Bibel sagt, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Selbst wenn er seinen eigenen Tempel Gottes zerstört? Also gibt es auch für Prior James keine Erlösung. Ich glaube nicht, dass das Selbstmord war. Aber ich könnte ja, es gibt ja gut, Selbstmörder waren wirklich nicht gerne gesehen früher, ne? Es war kein Selbstmord. Es war kein Selbstmord, glaube ich nicht. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Gott weiß es. Gott weiß, warum er aufs Eis hinausgelaufen ist. Es heißt, der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen, aus vielen Gründen. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. Also sollten wir ihm keinen Raum geben, weder hier noch in unserem Herzen. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Mein Hundi macht so süß ja gerade. Okay, warte mal, wir können doch. Ich will die ärgern. Ich glaube, Sie haben genug Gesprächsstoff. Ah, schade. Komm. Kann man da mal den Weg zur Front der Kathedrale. Also nochmal, wir sind alle Gottes Tempel. Ja. Wir alle. Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Ich gehe da mal wieder Deshalb rein. können wir alle zu ihm beten. Ich muss erstmal gucken. Ich muss mich erstmal hier wieder zurecht. Ich muss mich erstmal wieder vor allen Dingen. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag, fast. Kerzen sind teuer. Waren Kerzen früher wirklich sehr teuer? So. Ach, guck mal, das ist doch Francis. Hier, können wir mit dem Quaddeln hier. Gruft des heiligen Adolphus. Ach du Scheiße, da gehe ich garantiert nicht runter. Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Francis. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James.
Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Was? Nur etwas, das ich gehört habe. Dummes Gerede. Und doch, dies sind wahrlich dunkle Zeiten. König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Es steht ein Krieg bevor. Rivalität um den Thron, Teil 1. Untersuchen. Ach, ja, jemine. Francis' Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 1, vom 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird in England. Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Okay. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Okay. Gehen wir mal in die Gruft runter. Verschlossen. War klar. Steht da jemand? Das sieht hier total aus, als wenn da jemand stehen würde. Kotelle. Ist ja unheimlich. Okay, wir müssen Tür zur Treppe. Nee, kann ich nicht. Ich werde jetzt nicht überall seine Gedanken lesen. Wir brauchen dazu nicht in die Kirche zu gehen. Nein, wir sind der Tempel. Aber wozu dann eine Kirche? Ja, zu Kathedralen. Warum bauen wir Tempel, wenn wir Tempel sind? Doch. Ist es nicht Hochmut, einen noch größeren Tempel bauen zu wollen? Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Karte der Priorei von Kingsbridge im Jahre 1136. Karte öffnen. Eieiei, bitte, bitte. Okay, wo sind wir? Das sind die Ställe. Aha, ja, Gut, jetzt Haus 4. Hier war ich, da war ich. Friedhof, Fluss. Da war der Fluss. Kapitelhaus. Mühle. Ja gut, da waren wir. Kapitelhaus. Küche. Vorplatz. Wir könnten in die Küche gehen. Ja, okay. Ja, da ist unser Pony, ist wieder da. Wir wollten uns ja da eh mit unseren beiden Freunden treffen. Philipp! Bruder Melius. Mach die Tür zu, es zieht. Wärm dich am Ofen auf. Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen.
Danke, Bruder Cuthbert. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Guter Trick. Au. Vorsicht, die sind heiß. Jetzt nicht einmal das. Manche haben nur ein Gebet, um sich zu wärmen, manche nicht mal das. Au. Okay, wir müssen mal gucken, mit was wir das... Mach das nicht. Ja, laber nicht so viel, bemalter Topf. Ich guck gerade, mit was ich hier irgendwie Küchengeräte... Du hältst dir alles schön in Ordnung, Melios. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles fällt auseinander. Mhm. Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Aha. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Suchst du nach besonderen Samen? Ich habe immer gedacht, wir sollten hier einen Baum pflanzen. Eine Kastanie vielleicht. An der Brücke gibt es viele Bäume. Okay. Wann haben wir das hier noch? Fichtig. Jetzt gucken, ob ich hier noch irgendwo... Ja gut, dann reden wir jetzt erst mit ihm, oder? Wieso bin ich denn jetzt da wieder hingegangen? Ich wollte mit ihm reden. Fleißig wie immer, Milius. Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle bald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt's sogar Geflügel. Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Wir dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird, außer seiner Bibel. Was? Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Was?
eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Er feilschte mit dem Teufel um seine Seele, flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Jetzt fragen wir mal nach dem Ritter. Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. Reden wir später weiter. Dann versuchen wir es mal mit Cuthbert. Bruder Cuthbert. Ah, wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Toll, jetzt wurden wir auch noch verarscht. Es tut mir leid, was ich über die Priorei gesagt habe. Aber wir haben in St. John hart daran gearbeitet, uns selbst zu tragen. Wir haben Kingsbridge so viel abgegeben. Unserem Mutterhaus. Und die Priorei hier ist in einem schrecklichen Zustand. Glaubst du, ich weiß das nicht? Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Die Novizen bestehlen euch? Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Wie lange der die ganze Zeit, reden ne? Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Die reden hier von Käse, er macht da die ganze Zeit den Fisch fertig. Krieg die ganze Zeit Hunger. So. Können wir jetzt den Stein anfassen? Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn sonst anfassen soll. Ach, das Tuch. Jo. Klar. Der Stein ist noch heiß, perfekt dafür geeignet, sich an kalten Wintertagen warm zu halten. Schön. Ja, schön warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Ich wusste, du kriegst das hin. Er hat auch lang genug gedauert. So, jetzt gehen wir erstmal raus. Dann gucken wir mal, wem gehört denn das Pferd? Ah ja, das könnte dann seinem Bruder gehören, das Pferd, genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Aha, da haben wir auch jemanden. Bruder Arnold. Da gehen wir direkt hin und hier sitzen auch zwei, die können wir auch noch befragen. Bruder Arnold, wie geht's? Boah, meine Nase. Kalt wie Eis. Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten!
sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Okay. Verfluchte Dachse. Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Ich will sowas nicht hören. Können wir dich nicht nach dem Ritter... Sag, ist vor kurzem ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Ein Ritter? Ein Ritter, ja. Er ist hier. Hier im Grab. Wer war er? Warum ist er tot? Bruder Paul hat ihn gefunden. Wo ist Paul? Da unten bei der Brücke. Friert sich die Nüsse ab, schätze ich. Er hat mit ihm geredet. Ich hab ihn nur begraben. Das ist alles, was ich tue. Was hat der Ritter hier gewollt? Wollte wahrscheinlich vom Rand der Welt springen. Wie meinst du das? Hier gibt es doch nichts. Kingsbridge liegt am Ende der Welt. Ist mir neu? Hier kommt keiner. Ach so, weil keiner da ist. Okay. Gräber. Ja, dann hier. Novizen. Genau, mit dem müssen wir jetzt reden. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar. Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte, in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Das glaube ich gern. Ich würde jetzt dahinter stehen und mitlachen. Einer der Novizen hat Kaffers Schlüsselbund in einen Spalt in der Kirche versteckt. Ja, damit können wir arbeiten. Wir sollten mal nach Shiring gehen. Ich habe gehört, es gibt dort eine Hure mit großen Titten. Eine, die es sogar dir besorgen würde. Was soll das denn heißen? Oh mein Gott, okay. Okay. Vielleicht wissen Milius oder Cuthbert mehr über den Ritter. Nee, wir hatten doch, Nein, keine Spur vom Boten. Nein, nicht jetzt. Ja, ich kann jetzt hier nichts drücken, ne? Gehen wir nochmal. Das nicht. Warum nicht? Irgendwann entdecke ich mit dem großen Spalt. Wir wären nicht hier, wenn es die Kathedrale nicht gäbe. Hier ist ein Spalt. Wo ist der Spalt? Hier irgendwo. Na. Jetzt habe ich aber mit dem Bruder irgendwie nicht reden können, oder? Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnt hat? Ja, aber... Da ist der Riss in der Wand. Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Sie waren da drin. Ich hab sie. Ach, mit Schlüsselbund kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Dieser Bruder Markus hat tatsächlich Cuthberts Schlüsselbund gestohlen. Kommen wir da auch runter hier in das... Ey. Ich will wissen, wer da steht. Schauen wir mal, was wir hier finden.
Kein Grund, sich zu fürchten. Oh. Nichts. Ist aber schon unheimlich da. Ja, das sah aus, als wenn da jemand gestanden hätte. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Hallo? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sind beide total ratlos. Was ist das? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Och, eine Eule. Eine Eule. Oh. Nur eine Eule. Nur eine Eule, sie starrt mich an. Wie kann sie hier rein? Ja, stimmt, wie kam sie hier rein? Das ist gar eigentlich mal eine gute Idee. Möge er in Frieden ruhen. Die macht mir Angst. Weiter geht hier nicht. Der heiligen Adolphus, einer der neuen Tür, liegt im Warten. Okay. Dann verlasse ich mal die Krypta. Versuchen wir es mal hier. Nein. Ich bleibe hier unten. Okay. Große Höhen machen mir zu schaffen. Kann ich mitleben. Kein Problem. Dann würde ich ganz gerne das Haus von dem Typen durchsuchen. Mit dem Schlüssel. Oh, Weihwasser. Das muss sein. Genau da will ich rein. Vorsichtig. Ich bringe Bruder Cuthbert in Schwierigkeiten, wenn ich sie verliere. Ach so. Ja, das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte ja... Die Schlüssel werden hier nichts nutzen. Ah, da komme ich trotzdem nicht rein. Okay. Kann ich denn jetzt mit denen reden? Weil ich habe ja jetzt die Schlüssel gefunden. Oh, mein Hintern. Vielleicht wissen Milius oder Cuthbert mehr über den Ritter. Ja, tun sie ja aber auch nicht. Mensch, jetzt Kinder, nee. Okay. Sie ernährt uns. Wir sind Menschen Gottes. Nein, aber keine Spur von Boten. Wir kommen hier zusammen. Die Pilger spenden, die Adligen auch. Brüder, habt ihr etwas von einem Ritter gehört, der nach Kingsbridge gekommen ist? Der Graf von Shiring war hier, mit ein paar seiner Ritter. Und vielen anderen Adligen, an Weihnachten. Ich meine einen einzelnen Reiter, einen Boten. Nicht, dass ich wüsste. Wenn jemand nach Kingsbridge gekommen ist, dann hat Bruder Paul ihn sicher gesehen. Paul ist gerade zurück zur Zollstation gelaufen. Das hilft mir. Danke. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Gebäude bei den Feldern. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Ja, ich habe das ja mit der Karte, habe ich das ja jetzt schon. Ich muss zu dieser Zollstation, weil ich muss auch so ein
so eine Kastanie finden. Dann brauche ich den Paul. Genau, so. Wir haben hier, da bin ich jetzt. Ich gehe mal hier lang, weil hier soll ja jetzt hier irgendwo eine Kastanie. So, da ist dieser Paul. Wohl. Ne? Das ist genau, Bruder Paul. So, dann gucken wir mal hier. Okay, Weg zur Mühle, hier ist... Da geht's nicht weiter. Okay, kein Problem. Wenn ich halt keine Kastanie finde, dann ist es halt so. Oh, ich muss Schluss machen. Ja, schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal.